Ja, servus, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ja, bevor es losgeht, erst einmal die ganz obligatorischen Grüße. Ich grüße hiermit ganz, ganz herzlich den lieben Stefan vom Kanal Stefans Dufteplaudereien. Lieber Stefan, an der Stelle ganz herzliche Grüße zu dir. Könnt ihr ruhig mal vorbeigucken, ist ein klasse YouTuber, hat klassen Content und er hat schräge Düfte im Angebot. Nicht im Angebot, aber in seiner Duftvorstellung. So, ganz, ganz liebe Grüße selbstverständlich an dich, mein lieber Flo, an den Kanal Flo ist Dufte. Lieber Flo, ganz herzliche Grüße zu dir nach Hamburg. Ja. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Jetzt gehen erst einmal ganz, ganz liebe Grüße raus an dich, lieber René, vom Kanal Herr der Düfte. Auch da könnt ihr mal kurz vorbeischauen und ist ein kleiner Kanal, aber der René ist TikToker, der ist viel auf TikTok unterwegs, aber die Düfte, die er vorstellt, sind richtig krass. Und da könnt ihr ruhig auch mal ihm vielleicht ein Abo und ein Like da lassen. Da würde er sich mit Sicherheit freuen. So, jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig. Jetzt erst einmal ganz, ganz liebe Grüße an dich, mein lieber Marco aus Datteln. Ganz liebe Grüße zu dir und ganz liebe Grüße zu dir, lieber Thorsten aus Schieferstadt. Oder Schieferstadt. So, nicht zu vergessen, alle meine anderen Zuschauer, Zuschauerinnen, ich grüße euch selbstverständlich ebenfalls ganz, ganz herzlich. Egal, ob ihr neu auf dem Kanal seid oder ob ihr mich schon lange verfolgt, Anführungsstrichen. Selbstverständlich gilt es auch ganz, ganz herzliche Grüße an all meine Abonnenten, Abonnentinnen, die schon länger dabei sind. Aber auch, wie gesagt, eben Zuschauer, die mich jetzt eben erst vor kurzem eingeschaltet, abonniert haben, wie auch immer. Ich grüße alle, alle ganz, ganz herzlich. Wenn ich einen jetzt von euch namentlich nicht genannt habe, dürft ihr mir nicht böse sein, ja. Aber das wäre das zu episch. Ich könnte ja jetzt natürlich jetzt noch eine ganze Reihe Leute grüßen. Das wäre dann zu krass. Ja. Ich würde sagen, wir fangen auch heute gleich an. Im Übrigen, mein lieber Marco, natürlich, ich gucke, dass ich die Videos ein bisschen kürzer fasse. Also, dass ich gleich auf das Review zu sprechen komme. Und ich hoffe, das ist so okay für dich. So, jetzt geht's aber in Riesenschritten los. Es geht noch mal um einen Duft, den ich ebenfalls mir als Tester in der Parfümerie oder beziehungsweise bei Müller bekommen habe. Ganz herzliche Grüße und ganz herzliches Dankeschön an den Drogeriemarkt Müller in Schwetzingen. Vielen Dank. Ich bin richtig begeistert, weil da habe ich mir einen richtig guten Duft rausgesucht, das Mal. Und zwar den Valentino Buonin. Entschuldigung, nochmal. Den Valentino Born in Roma oder Valentino Uomo Born in Roma Intense. Und zwar das Eau de Parfum. Leute, was soll ich sagen? Ist das ein geiler Duft? Ist das ein geiler Duft? Also hier werde ich mir definitiv einen Vollflakon holen, weil viele schreiben oder haben in Parfumo geschrieben, der ist synthetisch. Stört mich also überhaupt nicht. Also die synthetisch, ja, der hat eine synthetische Note, aber die Mischung, die der Duft hat, auch den hatte ich zweimal getestet und jetzt ist das kleine Tester schon ratzfatz. Also mit 12 ml, ja, da komme ich nicht weit. Ja, guckt euch mal das an. Den Duft gibt es aktuell bei Flaconi für 83 oder 85 Euro, glaube ich. Aber das ist der Duft definitiv wert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ganze Reihe, die Born in Roma Reihe. Valentino hat ja diese Born in Romo. Valentino Uomo
Born in Roma. Die kenne ich oder kannte ich überhaupt gar nicht. Aber ich werde mir da definitiv jetzt nach und nach werde ich mir da auch ein paar Flakons, vielleicht auch ein paar Vollflakons zulegen. Also wer, muss ganz ehrlich sagen, wer den Duft kennt, also ich bin von dem Duft total begeistert. Der Duft bringt eine gewisse, eine synthetische, frisch-fruchtige, süße Note, aber in richtig geil. Haltbarkeit zwischen 7 und 8 Stunden. Also da habe ich ihn immer noch gerochen an den Klamotten. Habe immer ein bisschen, ich meine, wenn ich den einmal sprühe, ja, dann ist es die Hälfte von 12 ml, da sind 6 ml dann fortgeballert. Also den hatte ich, wie gesagt, den hatte ich relativ schnell leer. Ja, so sieht das Teilchen aus. So. Also ich kann euch den Duft wärmstens empfehlen. In der Kopfnote, ja, da hat er eine Vanille drin, was sehr eigentlich, was schon mal sehr eigenartig ist, weil meistens ist eine Vanille irgendwo bei Parfüms in der Herznote. Ja, in der Kopfnote hat er Vanille und hat Ingwer drin. Diese Ingwernote, die sorgt einfach für eine gewisse Minzigfrische. Deswegen ist der Duft, wenn er den auf der Haut, beziehungsweise wenn er den aufsprüht, ja, dann hat er eine gewisse Frische drin. Aber das ist mit dem, in Verbindung in der Kombi mit der Vanille, ist es richtig geil. Ja, also er hat dann aber, der geht relativ, ja, würde ich sagen, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, geht er relativ schnell ins Herz über. Da hat er eine Lavendel drin, Lavendelnote, und er hat Muskat drin, also ein bisschen was Würziges, das dann auch in Verbindung mit dem Ingwer und der Vanillenote, das ist so eine frische Süße, was der bringt. Er ist richtig, also richtig geil gemacht. Im Herz hat er dann haitianisches Vetiver. Ich weiß nicht, worin sich das jetzt unterscheiden soll, kann ich euch nicht sagen, habe ich auch nicht gegoogelt. Auf jeden Fall ist eine in der Basis dann so eine gewisse Holzigkeit, ja, dann so ein bisschen so eine hölzerne grüne Note. Aber in richtig, also ich, wie gesagt, ich bin von dem Duft bin ich total begeistert. Also der gefällt mir richtig gut und da werde ich mir auch definitiv von dem hier zumindest, ja, von dem Born in Roma werde ich mir einen Vollflakon besorgen, weil das ist der Duft definitiv auch wert. Wie gesagt, viele schreiben, ja, der hat eine synthetische Note. Kann ich jetzt zwar unterschreiben, er hat eine synthetische Note, aber die stört mich nicht. Ne? So, das soll es eigentlich auch im Grunde genommen schon gewesen sein. Oder ist es eine Kaufempfehlung? Klar, das ist eine Kaufempfehlung. Das ist eine absolute Kaufempfehlung, definitiv. Kann ich euch den Duft definitiv ans Herz legen. Und für den Preis ist es, wie gesagt, ist es angemessen. Müsst ihr mal gucken. Den Duft kann man jetzt durchaus, würde ich sagen, jetzt im Frühjahr, vielleicht noch ein bisschen so in den Sommer rein, könnte man den abends zum Ausgehen, könnte er den tragen. Der hat durch diese Ingwernote, bleibt der eine gewisse Zeit lang frisch. Und dann, wie gesagt, durch dieses Vetiver hat er auch eine gewisse grüne, so eine grüne fruchtige Note. Tolles Teil, absolut. Wenn ich 10 Punkte vergeben müsste, würde ich 12 vergeben, ja, weil der Duft ist richtig geil. So, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Review wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.